So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Der zweite Community Raid, seitdem ich nicht mehr in der Wohnung bin und das zweite Mal verkackt. Wenn selbst die Mininger sich nicht in Mining auskennen und dich zur falschen Kirche führen und dann merken, warte mal, da ist doch gar kein Raid und dann musst du nochmal 20 Minuten wieder zurück, dann hast du wieder sowas wie Stress. Das ist auf jeden Fall richtig genial. 10 Uhr war Raid-Boss-Wechsel. Ich laufe jetzt hier irgendwo rum. Ich weiß gar nicht wo. Eigentlich steht mein Auto da vorne. Eigentlich suche ich die Arena. Seit 10 Uhr ist Capotoro in den Raids, der jetzt auch neu shiny sein kann. Ihr seht das vielleicht jetzt auf der Map, dass ich hier rumlaufe, denn hier soll eigentlich eine Straße zu einer Kirche sein. In einer Minute muss ich dann auch einladen. Ich will euch ganz kurz mal zeigen, wen wir einladen. Dafür gehe ich auf den Kanal. In den Community Tab habe ich hier die Konda-Liste mit Capotoro, was vom Typ Pflanze und Fee ist. Das heißt, Gift ist das Beste. Nehmt einfach Giftangreifer. Gift haut ordentlich rein. Gift ist doppelt effektiv. Sag mal. Ihr könnt natürlich Mega Bibor nehmen, Mega Gengar, ihr könnt Satzenia nehmen, Krypto, Pflanzen-Krypto-Angreifer sind da immer gut, andere Giftangreifer hin und her. Und wen laden wir ein zum Raid? Habe ich hier eine Liste. Linus, Pokehunter, Itch2Domo, Shenaya, Henry Niki, Hikaru, Bullseye, Boy. Das sind die Leute, die wir einladen. Und jetzt bin ich auch hier an der Kirche angekommen. Die wollte ich trotzdem wenigstens mal zeigen. Hier ist eine Absperrung. Dort ist eine Glocke, die hängt in der Luft. Hier ist ein Kreuz dran und ja, das ist die Arena. Jetzt muss ich theoretisch nur schnell zurück wieder, dass ich an den Raid komme und dann ist das schon wieder brutal. Das ist, nur kurz zur Erklärung nochmal, Pupsi ist halt wirklich, wohnt zwar hier, aber immer wenn wir irgendwo hinfahren, sagt sie, warte mal, ich zeig dir das mal. Ich vertraue mir, ich weiß, wo es lang geht. Und dann fahren wir meistens irgendwo hin und sind dann total falsch. Und dann sagt sie, ja, da habe ich mich geirrt. Das war wohl die falsche Abfahrt und das ist... Ach. Dann sage ich immer, dann lass mich doch dir den Weg sagen und du fährst. Aber das will sie dann meistens auch nicht. Das ist Liebe. Trotzdem würde ich immer wieder mit ihr von Raid zu Raid fahren und mit ihr gemeinsam Community Raid machen, weil ohne Stress ist auch alles nix. Jetzt muss ich noch zum Samyang Account kommen. Für mich ist es die Hölle, weil Miningen halt einfach so groß ist, man hier einfach nichts kennt, alles so komplett abgelegen und wenn du dann auch noch irgendwo hingeleitet wirst, dann keine Ahnung. Habe ich wieder mal die Zeit nicht eingehalten, was mich ein bisschen ärgert. Wo ich die Kamera jetzt hinstelle, weiß ich auch nicht, weil es hier eigentlich nichts gibt. Das heißt, ich stelle euch jetzt einfach hier aufs Auto. So, das ganze Ding ist jetzt auch 2 Wochen da. Moment. Kein Internet. Ich lasse mal die Tür auf. Falls ich wieder Internet kriege, würde ich sagen, können wir auch öffentlich rein. Weil ich ja eh nur 6 Leute zum Einladen habe. Hab immer noch kein Internet auf dem Samyang Account. Nochmal an- und ausmachen. Es dreht und dreht und kreiselt. Hotspot, also jetzt macht auch das Probleme, wie immer. Es fängt auch schon wieder an zu regnen. Also richtig genial. Vor Ort Raids immer beste. Oh. Nochmal WLAN drücken, WLAN suchen, Galaxy verbinden, ist verbunden, raus. Jetzt ist das Internet da, das heißt, ich gehe jetzt mal auf die Arena. Kannst also öffnen. So, dann schmeißt man die Pässe ein und dann laden wir kurz ein. Wir haben die uns eingespeichert, dieser Bullseye Boy oder wie er heißt. Ich weiß nicht, wo der her ist. Der hat in letzter Zeit so viele Leute aus der Community geaddet. Der hat dem Samyang eine Einladung geschickt, eine Freundschaftsanfrage. Der hat dem Hauptaccount eine Anfrage geschickt, der hat vielen anderen Anfrage geschickt. Jetzt hat er sich auch für den Community Raid eingetragen. Deswegen, ja, jetzt darf er mitmachen. Jetzt habe ich den auch angenommen auf dem Samyang. Sonst, wie gesagt, fängt es gerade an zu regnen, zu tröpfeln.
Ich habe die Kirche übrigens gefunden. Die sieht ja richtig herrlich aus. Und nehmt Giftangreifer. Ich sag's nochmal dazu. Wir haben hier Rosa Rade viermal drin, wir haben einmal Slimer, wir haben einmal hier Mega Bibor, was aber keine, nicht gerade mega entwickelt ist. Und auf dem anderen habe ich hier Glurak, Feuer, ne, gegen Pflanze, und fünfmal Anego. Mein Ziel wird es wieder sein, zwei Shiny Kabutoro zu bekommen. Eins für mich zum Behalten und eins, was ich mit einem Glücksfreund im Mirror Trade, also 1 gegen 1, Lucky Trade, Mirror Trade, Shiny Trade machen kann, dass ich das für den Lucky Dex Shiny Eintrag legendär habe. Und falls in den 2 Wochen, das Ding ist jetzt 2 Wochen da, falls die XL voll werden auf der Suche nach dem Shiny, dann wäre das auch ein Kandidat, den ich demnächst normal mit Glücksfreunden dann tauschen würde. Momentan bin ich an Kaburiki dran. Ihr seht, komplett neben der Spur, komplett verwirrt, man labert nur Mist. Ich bin an Kapuriki dran, den momentan wie Ricky Eis zu traden mit einem Glücksfreund jeden Tag einmal. Wenn das irgendwann als 100er da ist, dann geht's mit Kabutoro weiter. Außer man bekommt einen 100er Kabutoro, dann brauche ich das gar nicht traden, dann suche ich mir wieder was anderes. Ich habe schon mal gesagt, dass ich Kabutoro eigentlich am besten finde von den 4 Kabus, die wir hatten, von den Schutzpatronen, weil der halt aussieht wie ein Stier. Ein Stier, eine Glocke, ein Ei, alles zusammen. Ist, glaube ich, auch in der GBL am nützlichsten mit. Und deswegen, weiß ich nicht, ist das mein Liebling. Was ist euer Liebling von den 4 Schutzpatronen? Schreibt es mal rein. Bin mal gespannt, ob direkt auch ein Shiny dabei ist. Bei dem ist der Unterschied vielleicht nicht so krass, weil der ist ja normal schon schwarz. Die anderen sind sehr bunt und farbig und werden als Shiny dann schwarz. Und er ist einfach schon schwarz. Ich bin mal gespannt, ob ich hier überhaupt wieder rauskomme. Wahrscheinlich muss ich dann dahinter fahren und bei der Kirche wenden. Und dann zurück. Ihr seht, der ist auch relativ leicht zu besiegen. Ich denke mal, im Duo wird man den auch gut packen. Hoffentlich kommt jetzt nicht der Mann. Der will bestimmt auch mit seinem Auto gleich raus hier. Stell ich alles zu. 100er Werde habe ich mir jetzt gar nicht angeguckt. Ich gucke einfach, was das Höchste ist. Hier habe ich 2402 auf dem Main-Account. Bei dem Kleinen gucke ich gleich mal. Wie viel WP hast du? 23,84, also 24,02 ist das Höchste. 23,66. 23,66 bis 24,02, das ist schon eine große Spanne. Wir versuchen den also einfach mal fix einzutüden. So, der hat einen riesengroßen Kreis, dürfte sich also recht gut fangen lassen, einfach fabelhaft, ist auch geworfen. Wird also 2 Raid Manias kriegen, was halt nicht viel ist, das heißt 10 Raids. Diesen Mittwoch 5 Raids, ihr könnt einladen. Nächsten Mittwoch 5 Raids, ihr könnt einladen. Und dann sind die 2 Raid Manias auch schon Geschichte. Es hat sich einiges geändert, halt, seitdem die Fan Raids abgeschwächt und reduziert wurden, aber trotzdem doppelt teuer gemacht. So, bleib jetzt mal drin hier. Der Herr möchte hier doch sein Anwesen verlassen. Das heißt, ich muss den Stier eintüten und abhauen. 24,02. Critical Catch. Der ist drin. Jetzt muss der nur noch was Gutes sein. Ist auch das Kleinste. Und es hat 3 Sterne, aber 15, 10, 13. Leider kein 100er. Und das sehe ich gerade. Die XL sind sowieso schon voll. Also das heißt, ich brauche nur 2 Shinies. Und den Rest kann ich dann trotzdem versuchen zu tauschen. Was haben wir im Pokédex? 115 gesehen, 115 gefangen, 3 Glücks. Shiny Jagd beginnt. Ich pack ein, ich verabschiede mich. Ich wünsche euch viel Spaß bei Kabutoro. Habt ihr Bock? 2 Wochen Kabutoro. Bis in 2 Wochen Dienstag ist der da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Community Raid mit noch mehr Stress vor Ort. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Pupsi. Tschüss!